I'm Steve Jobs. Steve Jobs war kein Erfinder. Er war weder Ingenieur noch ein Computergenie, kein Wissenschaftler. Aber ohne ihn gäbe es weder den Macintosh noch den iMac. Niemand könnte Musik auf dem iPod hören oder von seinem iPhone telefonieren. Und natürlich könnte niemand auf einem iPad surfen. Jobs hat diese Produkte nicht designt, aber er wusste als erster, sie würden unser Leben ändern. Take a look at the screen, and I can move the screen with just a touch. Coolest thing about iPod is that whole, your entire music library fits in your pocket. A phone and an internet communicator. This is one device, and we are calling it iPhone. And here we are, right at the New York Times. You can see how fast it is. Steve Jobs' Auftritte waren legendär. Er präsentierte seine Produkte wie eine Offenbarung, wie Zukunftsmusik. Er war ein Visionär, ein unglaublich charismatischer Boss, ein gefürchteter Verhandlungspartner, aber auch autoritär, skrupellos und größenwahnsinnig. Steve Jobs dachte, er wäre der Größte, kulturell und politisch. Es gibt nur wenige besondere Menschen auf der Welt, die Shakespeares, die Newtons, und er sah sich in dieser Liga. Alle anderen sind nur Ameisen, wertlos und unwichtig. Wie aber hat dieser Autodidakt mit dem Riesenego eines der größten Unternehmen seiner Zeit aufgebaut? Steve Jobs wollte die Welt mit Hilfe von Informationstechnologie beherrschen. Eine grausame Welt, in der alles erlaubt ist. Steve Jobs wird am 24. Februar 1955 in San Francisco, Kalifornien, geboren. Es war ein Fehlstart. Seine leiblichen Eltern geben ihn nach der Geburt zur Adoption frei. Seine Mutter, eine alleinstehende Studentin, und sein Vater, ein junger Lehrer aus Syrien, können sich nicht um ihn kümmern. Und so wird er an das erste Paar auf der Warteliste gegeben. Paul und Clara Jobs, gewöhnliche Leute aus der Mittelschicht, ohne Hochschulabschluss. Aber sie wollen unbedingt, dass ihr Sohn Steve studiert, auch wenn das für sie finanziell sehr schwierig ist. Das Adoptivkind wächst südlich von San Francisco auf, in diesem kleinen Haus in der Vorstadt. Der Ort liegt in einem Tal voller Apfelbäume, das später unter dem Namen Silicon Valley berühmt wird. Noch ist Steve Jobs alles andere als ein Genie. Die Computertechnik steckt in den Kinderschuhen. Er ist kein guter Schüler und langweilt sich im Unterricht. Es gibt jedoch ein Gebiet, das ihn interessiert: Elektronik. Er war ein Amateur, ein Bastler mit einer Begeisterung für Elektronik, aber er war keine große Leuchte, was das Technische angeht. Steve Jobs ist vielleicht nicht sonderlich begabt, aber er hat die richtigen Freunde. Vor allem einen, seinen Nachbarn, den 5 Jahre älteren Steve Wozniak. Sie teilen die Leidenschaft für Elektronik, nur mit einem Unterschied. Steve Wozniak hat deutlich mehr Talent. Wir treffen Jobs früheren Partner Steve Wozniak in seinem Haus in Los Gatos, Kalifornien. Er erinnert sich, dass er früher seine ganze Freizeit damit verbrachte, zu basteln und sich alle möglichen elektronischen Systeme auszudenken. Mit Erfolg. Ich war wirklich genial. Im Laufe der Jahre dachte ich mir Tricks für die Kombination von Chips aus. Es ist kaum zu glauben, wie ich das gemacht habe. Ich habe jahrelang versucht, besser und besser zu werden, ohne je Anleitungen lesen zu müssen. Steve Wozniak ist immer noch begeistert von seinen frühen Heldentaten. Zu Recht. Er war tatsächlich ein junges Genie. Mit 3 Jahren kann er bereits lesen, mit 7 baut er eigenhändig ein Radio. Im Alter von 13 Jahren weiß er alles über Elektronik. Der Teenager macht eine Erfindung nach der anderen. Die eindrucksvollste davon ist die Blue Box, das erste Telefon, mit dem man unbegrenzt kostenlos in die ganze Welt telefonieren kann.
Man speist diese Töne in das Telefon ein und es fängt an, Leitungen zu besetzen und kostenlos Nummern anzurufen. Das Telefonsystem verbindet einen mit Nummern auf der ganzen Welt. Völlig umsonst. Das Verfahren funktioniert perfekt, aber es ist illegal. Daher lässt sich damit nichts anfangen. Doch wenige Jahre später erfindet Steve Wozniak das Gerät der Zukunft. Es ist diese hölzerne Kiste, hergestellt aus allem, was gerade zur Hand war. Man könnte sie für ein Spielzeug halten. Doch es ist der erste Heimcomputer der Geschichte. Er sieht zwar ziemlich primitiv aus, ist jedoch revolutionär. Wir schreiben das Jahr 1976 und Computer sehen noch so aus. Riesige Maschinen, die ganze Räume füllen, ohne Tastatur und Bildschirm, Lichtjahre vom heutigen PC entfernt. Im Vergleich zu diesen Kolossen ist Steve Wozniaks kleine Maschine ein spektakulärer Fortschritt. Doch wie immer kapiert er nicht, wie bedeutend diese Erfindung ist, bis er sie eines Tages seinen Freunden zeigt, vor allem Steve Jobs. Ich baute meinen Fernseher und meine Erfindungen auf einem Tisch auf und zeigte sie den anderen. Und auf einmal standen die Leute um mich herum und waren völlig baff. Ich hatte so wenige Chips gebraucht. Ein kleines Board, das war der ganze Computer. Für Steve Jobs ist es eine Offenbarung. Von nun an hat er nur noch eines im Kopf, diesen Computer zu vermarkten. Steve Wozniak erinnert sich, wie entschlossen sein junger Freund war. Mit gerade mal 21 Jahren. Wir wollten ihn es gar nicht verkaufen. Ich sagte, wir kriegen vielleicht nicht mal unsere Ausgaben rein. Und Steve Jobs meinte, macht nichts, dafür haben wir dann unsere Firma. Und Steve Jobs hatte sich sogar schon jenes Detail ausgedacht, das den großen Unterschied ausmachen würde. Der Name Apple Computers war seine Idee, ein großartiger Name. Apple, zu Deutsch Apfel. Wie kam er auf diese seltsame Idee? Steve Jobs war sehr von der Hippie-Bewegung und einer spirituellen Reise nach Indien geprägt. Anfang der 70er gehörte er zu einer Generation, die davon träumte, die Welt zu verändern. Die Protestbewegung, Musik, Drogen. Steve Jobs probierte alles aus. Damals trafen sich seine Freunde in einer Kommune auf einem Bauernhof, um Spaß zu haben und Äpfel zu essen. Steve und ich, meine Freundin und weitere Freunde von uns wohnten alle auf dieser Farm. Es war eine Apfelplantage und wir verbrachten sehr viel Zeit mit der Apfelernte. Zu dieser Zeit waren wir Frutarier und ernährten uns daher ausschließlich von Äpfeln. Davon inspiriert und als Hommage an Isaac Newton, der das Gesetz der Schwerkraft entdeckte, nachdem ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen war, wählt Steve Jobs die Frucht als Logo. Mit dem berühmten Biss auf der rechten Seite, damit der Apfel nicht mit einer Tomate verwechselt wird. Jetzt muss der junge Hippie-Manager Kunden finden, die sich für seinen revolutionären Rechner namens Apple I interessieren. Der erste Auftrag kommt sehr schnell. 100 Geräte für den Byte Shop, einer der ersten Computerläden, der gerade im Silicon Valley eine Filiale eröffnet hat. Der Biograf Owen Linzmeyer beschreibt das einzigartige Verkaufstalent, das Steve Jobs trotz seiner hippiemäßigen Art an den Tag legte. So ein junger Typ, im Grunde ein Hippie, Sie wissen schon, mit Sandalen, Shorts und Bart, kommt rein und verlangt einen 30-Tage-Kredit über mehrere tausend Dollar, um einen nie erprobten Computer zu bauen, in einer völlig neuen Branche. Denn damals gab es keine Kleincomputerindustrie, keine PCs, nur diese Jungs in einer Garage, die einen Traum hatten. Als Steve seinem Partner den ersten Verkauf verkündet, ist dieser völlig von den Socken. Vor allem, weil sie noch keinen einzigen Computer gebaut haben. Er bekam einen Auftrag über komplett gefertigte Computer für 500 Dollar das Stück. Das machte bei 100 Computern 50.000 Dollar. Das Doppelte meines Jahresgehalts. Eine Riesenzahl, wie ein Schock. Mit den ersten 50.000 Dollar in der Kasse müssen nun die ersten Rechner produziert werden. Da bleibt nur der Griff in die Trickkiste. Dan Kottke, ein Freund aus Hippie-Zeiten, wird eingespannt. Er wird zum ersten Apple-Angestellten. 3 Jahrzehnte später führt er uns zu seinem ersten Arbeitsplatz. Das hier ist Cupertino. Wir sind fast da. Hier ist der Chris Drive. Eines der größten Unternehmen der Welt startete genau hier, im Haus von Steve Jobs Eltern, bei Mama und Papa.
Hier habe ich den Sommer 76 verbracht. Apple Computers begann im Zimmer von Steves Schwester im hinteren Teil des Hauses und wurde dann ins Wohnzimmer verlagert. Als ich dazu kam, bauten wir den Apple I auf dem Wohnzimmertisch zusammen. Dann zogen wir um in die Garage. Dan Kottke arbeitet hier mehrere Monate. In dieser Garage, die inzwischen ein legendärer Ort geworden ist. Er ist kein Tüftler und schon gar kein Informatiker. Jobs hat ihn nur eingestellt, um die Geräte zu verlöten. Für $3,25 pro Stunde. Damals kein schlechter Lohn für einen einfachen Techniker. Damals wusste ich gar nichts über Computer. Ich lief einfach mit. Steve hatten irgendeinen Plan bei der ganzen Sache, aber ich hatte keinen Schimmer, was sie da taten. Ich wollte nur helfen. Eine Firma, die ihre Produkte in einer Garage zusammenbastelt. Geschäftsführer, die aussehen wie Hippies. Die ersten Schritte von Apple sind ziemlich schräg. Doch der Rechner Apple I wird hoch gelobt und verkauft sich innerhalb weniger Monate über 200 Mal. Nicht schlecht für ein Gerät, das damals nur etwas für Informatikfreaks war. Der Apple I sieht eher bescheiden aus. Er wird sogar ohne Bildschirm verkauft. Das bedeutet, dass seine Benutzer ihn in Eigenregie an den Fernseher anschließen müssen. Um ihn in Gang zu bringen, braucht man echte Informatik- und Bastlerfähigkeiten. Man kann den Apple I nicht wirklich einen Heimcomputer nennen, denn man musste schon ein Techniker sein, um ihn zu bedienen. Man musste wissen, wie man die Kabel verbindet. Man musste herausfinden, wie man ihn anschließt und das Signal auf den Fernseher bekommt. Man musste wissen, welche Transformatoren man braucht. Man musste sich also auskennen, um ihn aufzubauen. Steve Jobs versteht bald, dass eine Kundschaft, die nur aus Experten und Eingeweihten besteht, viel zu begrenzt ist. Sein Ziel, Kleincomputer an die breite Masse zu verkaufen. Also bittet er Wozniak, seine Erfindung für ein großes Publikum weiterzuentwickeln. Dieser präsentiert nach ein paar Wochen das Ergebnis. Den Apple II. Hier drin steht der gesamte Code, mit dem der Apple II betrieben wurde. Der gesamte Code ohne einen einzigen Fehler. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich könnte es nicht noch einmal. Ja, ich bin wirklich stolz darauf. Wozniak hat keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Steve Jobs erst recht nicht. Aber er hat etwas, das andere nicht haben. Eine Vision. Das beginnt schon beim Design. Der Apple II hat ein Plastikgehäuse, einen Bildschirm und ein Diskettenlaufwerk. Damit hat Jobs eine komplizierte Maschine zu einem Konsumartikel für die Massen gemacht. Der Apple II war revolutionär, weil er als erster Rechner seiner Zeit ein vollständiger Computer war, den man nach dem Auspacken direkt einschalten konnte. Ein echter Konsumartikel. Jetzt muss Steve Jobs nur noch die amerikanischen Familien davon überzeugen, dass sie dieses Produkt haben wollen. Und er weiß auch wie. Durch Werbung. Dies ist seine erste Kampagne. Der Apple II im Mittelpunkt der Familie. Zu Hause in der Küche kann dieser Mann seine Aktienkurse verfolgen. Damals, Ende der 70er Jahre, klingt das noch nach Science Fiction. Ein Geniestreich. Steve Jobs bringt die Technik in das tägliche Leben. 20 Jahre vor dem Internetzeitalter denkt er sich einfache, nützliche und verspielte Dinge aus, die unser Leben verändern. Doch zurück zum Apple II. 1979. Jobs heuert den jungen Ingenieur Andy Hirschfeld an. Er erinnert sich an den gewaltigen Erfolg. 1000 verkaufte Computer pro Monat. Das war ein Riesenerfolg für Apple. Das machte sie glücklich damals, 1978. Die beiden Gründer posieren stolz für die Nachwelt. Anfang der 80er Jahre hat sich ihr Abenteuer in eine Erfolgsgeschichte verwandelt. In nur 4 Jahren mausert sich Apple Computers von einer Garagenwerkstatt zu einer der führenden Firmen des Silicon Valley. Der Apple II erobert Amerika. 300.000 Exemplare werden verkauft, sogar Schulen werden damit ausgestattet. Die amerikanische Jugend lernt Informatik auf dem Apple II. Ende 1980 geht das junge Unternehmen an die Börse. Ein wahrer Erdrutsch setzt ein. In wenigen Minuten werden beinahe 5 Millionen Aktien verkauft. Der Wert des Unternehmens steigt am ersten Tag um 32%. Die beiden Steves sind auf einen Schlag Millionäre. Jobs 25 Jahre und Wozniak 30 Jahre besitzen zusammen $300 Millionen. Das ist Steve Wozniaks Porsche.
mit seinem Apple II-Nummernschild. Ich hatte noch nie ein eigenes Haus besessen. Ich hatte nie genug Geld. Ich dachte immer, ich würde mir niemals einen Urlaub auf Hawaii leisten können. So war das damals. Und plötzlich hatte ich alles. Ja, das war schon ein schönes Gefühl. Doch nach und nach zieht sich der geniale Erfinder aus dem Unternehmen zurück. Er will sich seinen Leidenschaften widmen, an seltsamen Erfindungen herumtüfteln oder große Folkmusikkonzerte organisieren. Außerdem ist Steve Jobs kein einfacher Partner. Er ist ein Kontrollfreak, ein Mensch, der nie genug kriegt. Für ihn hat das Abenteuer gerade erst begonnen. Der junge Chef des ersten Start-up-Unternehmens wird zum Medienliebling. Als Ikone einer neuen Generation erscheint er auf den Covern der großen Magazine und wird als Guru des Silicon Valley gefeiert. Und auch jenseits des Atlantiks fasziniert er die Menschen. Mit 27 war er auf dem Cover des Time Magazine und besaß hunderte Millionen Dollar. Er war bereits ein Held seiner Zeit. Steve Jobs, der schon vorher nicht gerade durch Bescheidenheit glänzte, wird nun vollkommen größenwahnsinnig. Sein größter Wunsch ist, der unangefochtene Anführer der IT-Welt zu werden. 1981. Der IT-Sektor wird von IBM beherrscht. Auch damals schon einer der größten multinationalen Konzerne der Welt. Mit mehr als 350.000 Angestellten stellt IBM die meisten Großrechner her. In diesem Jahr entschließt sich auch IBM, auf den Markt für Heimcomputer vorzudringen. Das Unternehmen stellt den IBM PC vor, offensichtlich vom Apple II inspiriert. Aber wird es diesem schwergewichtigen Konkurrenten wirklich gelingen, die neue Vormachtstellung von Apple ins Wanken zu bringen? Für Steve Jobs und sein Team ist die Antwort eindeutig. Sie glaubten keine Sekunde an die Zukunft des IBM PC und stießen darauf sogar an, mit Fruchtsaft. Wir sind losgezogen, haben uns einen davon besorgt und ihn sofort in Stücke getreten. Wir haben uns kaputt gelacht, als wir sahen, wie schlecht er designt war. Als die Leute von Apple den IBM zum ersten Mal sahen, dachten sie noch, was für eine Schrottkiste. Dieses Gerät kann nichts Interessantes. Es hat weder die grafischen Fähigkeiten unseres Computers, noch ein ähnlich gutes Betriebssystem oder die entsprechende Software. Es ist einfach ein hässlicher, klobiger Kasten. Doch trotz Jobs Verachtung für den PC verkauft dieser sich gut und kratzt sogar an den Marktanteilen des Apple II. Ein Erfolg, der sich auf drei Buchstaben zurückführen lässt. Auf diesem hässlichen, klobigen Kasten prangten drei Buchstaben, IBM. Und für viele Menschen war IBM zu dieser Zeit ein Garant für Verlässlichkeit, weshalb sie IBM den Vorzug gaben, egal wie gut die Konkurrenz war. Steve Jobs ist in seinem Stolz getroffen. Überzeugt von seiner eigenen Überlegenheit will er IBM dem Erdboden gleichmachen. Um die Schlacht zu gewinnen, stellt er einen cleveren Geschäftsmann ein. Und nicht nur irgendeinen. Es ist John Scully, der Chef von Pepsi. Ein Mann, der zuvor seinem starken Konkurrenten Coca-Cola das Fürchten gelehrt hatte. Die Zusammenarbeit der beiden Männer wird zum Medienereignis. Ihr Plan, IBM zu attackieren, schafft es sogar auf den Titel der Business Week. Dass Steve Jobs keinerlei Zweifel an seinem Vorhaben hat, zeigt schon die Art und Weise, wie er Scully ins Boot holt. Steve Jobs hat Scully zu seiner Mitarbeit bei Apple überredet, indem er ihn fragte, willst du Zuckerwasser verkaufen oder willst du die Welt verändern? Die Welt verändern, das ist Steve Jobs Mission. Und um das zu erreichen, nimmt er alles in Kauf. Mit Scully als Verstärkung widmet sich Steve Jobs einem neuen Mammutprojekt. Ein Computer, der so zukunftsweisend ist, dass er den Gegner IBM endgültig vom Markt fegen wird. Der Name Macintosh. Und um ihn zu entwickeln, erwartet er von seinem Team absolute Hingabe. Seine Ingenieure bei Apple müssen bereit sein, dafür alles zu opfern. Er sagte zu mir, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Du wirst jetzt am Mac arbeiten. Ich sagte, okay, gib mir nur noch einen Tag, damit ich die Apple II Sachen fertig machen kann, an denen ich arbeite. Er antwortete, was ist bitte schön wichtiger, als am Macintosh zu arbeiten? Und ich sagte, dieses Apple II Projekt. Darauf er, das führt doch zu nichts. Du fängst jetzt sofort mit dem Mac an. Dann hat er einfach das Kabel des Apple II rausgezogen und alles war verloren, woran ich gearbeitet hatte. Er packte den Apple II und lief damit weg.
Er brachte seine Mitarbeiter wirklich an ihre Grenzen. Zum Beispiel ließ er ein T-Shirt für sie drucken, auf dem stand: Ich arbeite 90 Stunden die Woche und liebe es. Nach 3 Jahren Arbeit in diesem harten 90-Stunden-Rhythmus ist der Macintosh endlich fertig. Erscheinungsdatum: Januar 1984. Diese Jahreszahl ist auch der Titel des Science-Fiction-Romans von George Orwell, der eine totalitäre Gesellschaft beschreibt, die von einem Diktator, dem Big Brother, beherrscht wird. Steve Jobs will daran anknüpfen. Er ruft den Regisseur Ridley Scott an und beauftragt ihn, einen Werbespot zu drehen. Let's show them why 1984 won't be like 1984. The day we celebrate the first. Der Spot zeigt Horden grauer Menschen, die stumpf in Reih und Glied wie Roboter auf eine große Halle zumarschieren, um die Rede des Big Brother zu hören. Das Bild passt perfekt in die Vision, die Apple von der Welt hatte. IBM als Big Brother und sie in der Rolle des Erlösers. Die Sklaven im Spot stehen also für alle Angestellten, die gezwungen sind, in ihrem Unternehmen an IBM-Computern zu arbeiten. Während die junge, sportliche Rebellin natürlich den Macintosh darstellt. Sie wollten die Menschen von den Zwängen der Großrechner und dem ganzen langweiligen Business befreien. Apple wollte sie alle retten. January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Der Macintosh ist nicht im Spot zu sehen, denn Steve Jobs will sich das Privileg vorbehalten, sein Werk selbst der ganzen Welt zu präsentieren. Andy Hirschfeld erinnert sich an den denkwürdigen 24. Januar, an dem der Macintosh der Welt vorgestellt wurde. Ich hoffe, man kann den Saal genauso sehen wie ich damals. Alle sind völlig ausgerastet. Vor einem vollen Auditorium mit jubelnden Zuschauern inszeniert Steve Jobs an diesem Tag seine eigene Heiligsprechung. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. Mit einer typisch amerikanischen Show zu Ehren seiner selbst und seines Babys will er seinen neuesten technologischen Fortschritt vorstellen. Einen Computer, der sich an die Bedürfnisse des Menschen anpasst. Auf riesigen Leinwänden erscheinen Animationen und Grafiken. Zum ersten Mal kann man mit einem Computer sogar zeichnen. Zum Beispiel ein Bild von sich selbst. Jobs platzt fast vor Stolz, als er seine Maschine sprechen lässt. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Steve Jobs kann seine Emotionen in diesem Moment kaum verbergen. Er ist davon überzeugt, dass er mit seiner Schöpfung den Konkurrenten IBM zerschmettern wird. Haben Sie das gesehen? Der ist wirklich fast am Weinen. Mit 29 steht Steve Jobs auf dem Gipfel seines Erfolges. Der Mac und seine Präsentation sind ein Geniestreich. Er ist weder Erfinder noch Ingenieur. Und doch ist der Mac seine Schöpfung. Die Presse ist sich einig, dass dies eine Revolution ist. Der Mac wird zum Verkaufsschlager. Und das, obwohl er mit dem stolzen Preis von $2,500 doppelt so viel wie ein IBM-Gerät kostet. Der Macintosh war von Anfang an ein unglaublicher Erfolg. Er faszinierte alle, die sich von Computern bislang noch nicht so recht angesprochen fühlten. Er war ein Computer für uns alle. Was den Mac von seinen Konkurrenten unterscheidet, ist vor allem seine Benutzerfreundlichkeit. Sogar ein Kind kann mit ihm umgehen. Dank revolutionärer Erfindungen wie der Maus. Bis dahin gab es so etwas wie eine Maus nicht. Ebenso die Icons, Menüs und Fenster, die hier zum ersten Mal auf einem Computerbildschirm zu sehen sind. Möglich wird dies alles dank des sogenannten Betriebssystems des Macintosh, seinem Gehirn.
Damit ist der Computer seinen Konkurrenten 10 Jahre voraus. Steve Jobs ist davon überzeugt, dass er seine Rivalen hinter sich gelassen hat. Doch in seinem Kampf mit dem Riesen IBM übersieht er, dass ein neuer Konkurrent den Erfolg bedroht. Sein Name Bill Gates. Er ist 29 Jahre alt, gleich alt wie Steve Jobs, und hat wie er bereits sein eigenes Unternehmen gegründet. Microsoft ist noch eine kleine Firma, als Apple 1984 seinen großen Durchbruch feiert. Microsoft war damals noch nicht das große Unternehmen, das wir heute kennen. Es spielte bei weitem keine so bedeutende Rolle und war viel kleiner als Apple. Im Gegensatz zu Apple stellt Microsoft keine Computer her, sondern nur Programme und ein eigenes Betriebssystem. Doch Bill Gates ist beeindruckt vom Betriebssystem des Macintosh. Das gibt er sogar öffentlich zu. Niemand ahnt, was Bill Gates im Schilde führt. Er will hinter das Geheimnis des Macintosh kommen und unter seiner eigenen Marke ein ähnlich fortschrittliches System entwickeln, um es dann an die Konkurrenz von Apple zu verkaufen. Doch wie will er das anstellen? Bill Gates arbeitet bereits seit einiger Zeit für Apple. Er beliefert das Unternehmen mit Software. Die Techniker von Jobs Team vertrauen dem kleinen Softwarelieferanten. Dies macht sich Gates zunutze, indem er sich unauffällig Informationen über das Macintosh-System besorgt. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich Bill Gates zum ersten Mal einen Macintosh zeigte. Aus heutiger Sicht war es, als hätten wir ihm seine eigene Zukunft präsentiert. Es dauert eine ganze Weile, bis man bei Apple die Spionage bemerkt, obwohl Bill Gates immer neugieriger wird. Der Macintosh und alles, was dazugehört, begeistern ihn. Eines Tages ertappt ihn Steve Jobs schließlich bei einem sehr ausführlichen Gespräch mit seinem Mitarbeiter. Ich wollte gerade sagen, ja, das kannst du sogar mit einem Apple II machen, als Steve plötzlich laut aufschrie, halt die Klappe. Und ich habe ihm wohl nicht richtig gezeigt, dass ich ihn verstanden habe. Also rief er noch einmal, noch lauter, halt die Klappe. Alle drehten sich um. Sie hatten es endlich verstanden. Steve Jobs hat recht, denn schon wenige Monate später platzt die Bombe. Wie durch Zauberhand haben die PCs ihren Entwicklungsrückstand ein großes Stück aufgeholt. Sie haben dank eines neuen Programmes aus dem Hause Microsoft das Scroll-Down-Menü und die Maus übernommen. Bill Gates hat sein eigenes Betriebssystem veröffentlicht. Das Programm mit dem Namen Windows ist direkt vom Gehirn des Macintosh inspiriert. Als Steve von Windows erfahren hat, sagte er so etwas wie, bringt mir Bill Gates noch vor Sonnenuntergang in dieses Büro, denn er wollte ihn persönlich anschreien. Bei dem Treffen konfrontierte Steve Bill Gates dann mit den Vorwürfen. Du behauptest, du würdest den Mac nicht kopieren, aber du hast ihn kopiert. Du hast uns hintergangen. Wie sollen wir so weiter mit dir zusammenarbeiten? Wie können wir dir noch trauen? Es ist wirklich schwer, sich gegen Steve zu verteidigen. Er kann sehr einschüchternd und überzeugend wirken. Daher war ich extrem beeindruckt, dass Bill Gates stur blieb, ihm die Stirn bot und sich rechtfertigte. Bill Gates hat es geschafft. Nur kurze Zeit später ist ein Großteil der Computer auf der ganzen Welt mit Windows ausgerüstet. Sein günstiger Preis schlägt alle Konkurrenten. Für Apple wird dies zum Desaster. Die Verkäufe von Macintosh brechen innerhalb weniger Wochen zusammen. Der Ruhm von Steve Jobs beginnt zu verblassen. Plötzlich begann man sich bei Apple Sorgen darüber zu machen, was mit dem Unternehmen passieren würde, denn die Leute kauften den Mac nicht mehr. John Sculley, jener Mann, den Steve Jobs noch 2 Jahre vorher selbst einstellte, ergreift eine drastische Maßnahme. Er feuert den Vater des Macintosh, den ursprünglichen Gründer von Apple. Eine bittere Enttäuschung für Steve Jobs. Mit 30 Jahren wird er aus seinem eigenen Unternehmen geworfen. Das war völlig unvorstellbar. Keiner hatte sich jemals so etwas ausmalen können. Denn er war ein so wichtiger Bestandteil dieses Unternehmens. Das ergab einfach keinen Sinn. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.
I really didn't know what to do for a few months. Where are we going to? 1985 spielt Steve Jobs sogar mit dem Gedanken, Silicon Valley endgültig zu verlassen, um ein anderes Leben zu beginnen. Doch er ist ein Kämpfer und ein außergewöhnlicher Unternehmer. Und so gründet er eine neue Computerfirma namens Next. Der Name steht für das, was auf Apple folgen soll. Ein Jahr später kauft er George Lucas Pixar Studios, zu dieser Zeit noch ein kleines Unternehmen für Spezialeffekte. Pixar veröffentlicht Filme wie Toy Story, Findet Nemo oder Die Unglaublichen. Filme, die die Welt der Animation revolutionieren. Wieder einmal beweist der Mann das richtige Gespür. Die Jahre vergehen und Steve Jobs entwickelt immer weiter neue Technologien, noch immer mit der Hoffnung, die Welt zu verändern. Schon 1992 in seinen neuen Büros in Silicon Valley malt er sich aus, wie die Computerwelt des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. Ich denke, Computer stecken noch in den Kinderschuhen. Sie haben in den letzten Jahren erst so eine kurze Strecke zurückgelegt. Es reicht nicht mehr, dass einfach jeder einen Computer hat. Jetzt müssen wir damit anfangen, sie miteinander arbeiten zu lassen, um damit fantastische Dinge machen zu können. Mit 37 Jahren gibt sich Steve Jobs gewohnt visionär und hat noch immer Zeit, um seine Visionen umzusetzen. In der Zwischenzeit hat Bill Gates seinen Platz eingenommen. Seit Mitte der 90er Jahre beherrscht Microsoft unangefochten die Welt der Computer. Das Unternehmen hat ein Quasi-Monopol. 97% der Computer weltweit laufen mit Windows. Unterdessen hat Apple seit Steve Jobs Abgang immer weiter an Boden verloren. Die Firma hat Mühe, sich zu modernisieren. Ihr Marktanteil bricht auf gerade mal 3% ein. Am 5. Februar 1997 titelt die Business Week Der Fall einer amerikanischen Ikone. Apple befand sich wirklich in einer Abwärtsspirale. Mehrere Manager versuchten sich an dem Unternehmen, niemand war erfolgreich. Selbst treue Kunden und Fans wechselten nun zu normalen PCs. Damals hatte Apple einen neuen Manager, Gilbert Amelio. John Scully, Jobs Erzrivale, war zuvor rausgeflogen. Gilbert Amelio geht also aufs Ganze. Er spielt seinen letzten Trumpf aus und ruft überraschend den Guru aus den Anfängen der Firma zu Hilfe, das Symbol für Apples Glanzzeit, Steve Jobs. Mittlerweile ist er 42 und hat den Kopf noch immer voller Ideen. August 97. Der Firmengründer feiert seine Rückkehr mit einer Mega-Show, wie in guten alten Zeiten. Von seinen übrig gebliebenen Fans wird er wie ein Messias erwartet. Steve Jobs stellt einen Rettungsplan vor, der den Niedergang Apples verhindern soll. Und dieser beginnt mit einer großen Überraschung. I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one. And that is one with Microsoft. Manch einer glaubt an einen Witz, doch Steve Jobs meint es bitter ernst. Rather than repeating history, I'm extremely proud of both companies that they have resolved these differences in a very, very professional way. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. Der Überraschungsgast ist der Mann, der ihn wenige Jahre zuvor beklaut hat, Bill Gates. Für das Publikum ist Gates der Teufel in Person. Er wird ausgebuht. Some of the most exciting work that I've done in my career has been the work that I've done with Steve on the Macintosh. Das Unglaubliche war geschehen. Die beiden Erzfeinde haben heimlich ein Abkommen unterzeichnet, das ihre vergangenen Streitigkeiten aus dem Weg schafft. Steve Jobs lässt alle Plagiatsvorwürfe bezüglich des Macintosh gegenüber Bill Gates fallen. Im Gegenzug stellt Bill Gates ihm Programme für seine Computer zur Verfügung und einen dicken Scheck über 150 Millionen Dollar. Steve Jobs ist zu allem bereit, um Apple aus der Krise zu holen. Die finanzielle Krise ist abgewendet, doch der Patient Apple muss wiederbelebt werden. Und dafür ist Steve Jobs der richtige Mann.
Denn sein größter Trumpf im Ärmel, seine Geheimwaffe, ist das Produkt. And so, this is how we're going to re-enter the consumer market. Grelle Farben sollen den Macintosh aus der Versenkung holen. Die Modelle erinnern an große, durchsichtige Bonbons und sind eindeutig sexier als die grauen, langweiligen PCs. Auch technisch kann der Computer sich sehen lassen. Er hat keinen Tower, kein Diskettenlaufwerk, ein eingebautes Modem und ist selbst für Kinder leicht zu bedienen. Alles befindet sich hinter dem Bildschirm. Außerdem ist er für $1,300 sehr erschwinglich. Sein Name: iMac. Because we want to be the computer company that makes the best and coolest computers in the world for you. Die Rückkehr des Wunderkinds Steve Jobs ist ein Triumph. Sein neues Baby, der iMac, markiert den Beginn der Internet-Ära. Die bunten Bonbons verkaufen sich wie warme Semmeln. Apple ist zurück im Ring. Doch Steve Jobs denkt bereits darüber hinaus. Es geht ihm um mehr als nur Computer. Nachdem das Unternehmen diese zur Massenware gemacht hat, stürzt sich Apple auf den Unterhaltungsmarkt. Nun tobt sich Jobs in Sachen Musik aus und bringt ein komisches kleines Gerät heraus, mit dem man sie hören kann. Es ist der 23. Oktober 2001. There he is, right there. It's called iPod. Coolest thing about iPod is that whole, your entire music library fits in your pocket. Never before possible. Nach der Erfindung von Macintosh ist dies die zweite Apple-Revolution. Der iPod, ein kleiner tragbarer Musikplayer, wird zum Kultobjekt und ist ein Phänomen unserer Zeit. Er ändert die Art, wie wir Musik hören. Er ist so einfach zu bedienen. Meine ganze Musik ist da drauf und ich kann ihn überall hin mitnehmen. Wahnsinn, die beste Erfindung aller Zeiten. Der iPod ist ein internationaler Erfolg und wird schnell zum meistverkauften MP3-Player. Zusammen mit dem iPod kommt auch iTunes, die Software zum Verwalten der Musik. Sie ist untrennbar mit dem Gerät verbunden. Außerdem diktiert Apple ab jetzt die Preise. 9,99 Euro für ein Album, 99 Cent für die Single. Die Musikindustrie liegt dem Unternehmen zu Füßen. Aber alle haben etwas davon, denn Apple tritt einen Teil der Erträge aus den Online-Verkäufen an die Plattenfirmen ab. Durchschnittlich sind das 60 Cent pro Titel. Dank Online-Katalog verkauft der iTunes Store ein Jahr nach seiner Einführung 50 Millionen Songs, im Jahr darauf 500 Millionen und heute über 15 Milliarden. Und das ist längst nicht alles. Apple hat bereits weitere Revolutionen auf Lager. Doch eine unerwartete Enthüllung ändert den Lauf der Dinge. Im Juni 2004 gibt Steve Jobs bekannt, dass er unter Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet. Einer schweren Erkrankung mit geringen Heilungschancen. Doch Jobs ist ein Mann, der nicht aufgibt. Von nun an lebt er jeden Tag so, als sei es der letzte. Im darauffolgenden Jahr verleiht die Universität Stanford ihm, dem Self-Made Man, die Ehrendoktorwürde. Jobs spricht vor begeisterten Zuschauern über den Tod und gibt ihnen eine Lebensweisheit auf den Weg. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Er rät den Studenten, das Leben nicht einfach verstreichen zu lassen, sondern ihre Träume zu verwirklichen. Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Have the courage to follow your heart and intuition. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Steve Jobs bleibt sein ganzes Leben lang hungrig und verrückt. Aber an diesem 12. Juni 2005 weiß er, dass seine Tage gezählt sind. Die Zeit drängt, denn sein Meisterwerk ist noch nicht ganz vollendet. Das Erfolgsduo Computer und Musik bekommt Gesellschaft, ein Telefon. Am 9. Januar 2007 stellt Steve Jobs die Welt der Mobiltelefonie auf den Kopf.
a phone, and an internet communicator. This is one device, and we are calling it iPhone. Wie ein moderner Messias stellt Steve Jobs in einer perfekt inszenierten Show sein neuestes Wunderwerk vor. Mit einem einzigen Ziel. Der Maßstab in Sachen Mobiltelefonie zu werden. Und vor allem ein Event zu veranstalten, das die Massen mitreißt. Mit dem Verkaufsstart bricht die Hysterie los. Auf der ganzen Welt dasselbe Bild. Schlangen vor den Läden und Kunden, die ihr iPhone wie eine Trophäe schwenken. Das gab es bei einem Handy noch nie. Innerhalb von 3 Jahren verkauft Apple 75 Millionen iPhones. Mit neuem Selbstbewusstsein macht sich Steve Jobs an die Neuauflage eines alten Apple-Produkts. Ein Touchscreen, der während seiner Abwesenheit auf den Markt kam und floppte. Damals, 1993, war die Idee vielleicht gut, aber nicht vom Meister selbst umgesetzt. Und genau das macht den Unterschied aus. Am 27. Januar 2010 präsentiert Steve Jobs seine ehrgeizigste Schöpfung. Deutlich abgemagert und von der Krankheit geschwächt, aber aufgeregt wie ein Kind. Doch zum ersten Mal sind die Fachleute skeptisch. Olivier Frigara verfolgte die Präsentation live im Internet. Als Fachjournalist für Informatik kennt er Apple seit Jahren. Apple riskierte sonst immer wenig und stieg immer in Märkte ein, die es vorher schon gab. Als sie den iPod herausbrachten, war das der Walkman. Dann kam das iPhone. Aber dieses Mal kam etwas Kurioses heraus. Ein Tablet-Computer mit Touchscreen. Es gab zwar ähnliche Produkte, doch ohne die Aura von Apple bekam das breite Publikum davon nichts mit. Ein echtes Risiko, ein Produkt herauszubringen, das die Leute vielleicht gar nicht wollen. Wo sollte man das Gerät auch einordnen? Es ist ein Switcher, halb Laptop, halb Handy. Kein USB-Eingang, kein DVD-Spieler, keine Webcam. Das iPad verwirrt die Öffentlichkeit. Aber Steve Jobs hat wie immer keine Zweifel an dem Produkt. Zu Recht, wie sich herausstellen wird, denn auch das iPad wird zum Kassenschlager. Für das Unternehmen wird es zur Goldgrube. Denn abgesehen von seinen Funktionen ist das iPad ein riesiger Online-Shop, in dem sich Abertausende von Apps kaufen lassen. Und natürlich verdient Apple an jedem Verkauf mit. Aber das Überraschendste ist, das iPad läutet eine neue Computer-Ära ein. Ohne übertreiben zu wollen, wir hatten das Gefühl, dass wir einen Wendepunkt in der Computergeschichte miterleben. Vielleicht war das das Ende des PCs, mit einer neuen Art von Produkt, das für jeden erhältlich ist. Mit dem Mac, dem iMac, dem iPod, dem iPhone und dem iPad hat Steve Jobs sich seinen Lebenstraum wenigstens teilweise erfüllt. Er hatte versprochen, dass Computer eines Tages so einfach wie Toaster zu bedienen wären. Zumindest diese Wette hat er gewonnen. Er hat es geschafft, Computertechnik in unseren Alltag zu bringen. Über 30 Jahre lang lebte er für diese Idee. Und auf gewisse Weise hat er die Welt verändert. Auch wenn die Geschichte von Apple noch längst nicht vorbei ist, musste sich Steve Jobs aus dem Rennen zurückziehen. Am 2. März 2011 hat er seinen letzten Auftritt vor einem bewegten Publikum. Am Ende seiner Kräfte beschließt er schließlich, am 24. August, seinen Platz als Manager des Unternehmens zu räumen. Da er über so lange Zeit mit seinem eigenen Tod konfrontiert war, lebte er jeden Tag, als wäre es sein letzter. Das ist sicherlich der Grund, warum er in den vergangenen Jahren an der Spitze von Apple so kreativ war. Steve Jobs stirbt am 5. Oktober 2011. Für Apple beginnt eine neue Ära. Steve Jobs sagte einmal, der Tod ist die beste Erfindung. Er schafft Platz für Neues. Thank you very much.